Und damit herzlich willkommen zurück zu Mirror's Edge Catalyst. Einen Scheiß habt ihr, Bruder. Einen Scheiß habt ihr. Guck mal hier natürlich nach oben, falls hier irgendwas liegt, was ich gerne hätte. Denn in so schnellen Passagen erwarte ich immer, dass die Sachen hinlegen, aber Mirror's Edge macht das tatsächlich relativ selten, in so eiligen Passagen irgendwas hinzulegen. Einfach in die Wand getreten, ey. Ja, mega Ehre. Das ist sehr gut. Gefallen. RIP, würde ich sagen. Terminierung ein. Wir zerstören die Einrichtung. Sir. Tun Sie es. Das ist nicht so kompliziert, einfach den Regler runterzufahren. Statt dass du ihn erstmal umgetreten hast. Ist er RIP? Nein. Tu mir das nicht an. Ich bin hier, ich hol dich hier raus. Versuch doch wenigstens ihn wiederzubeleben, du. Aber auch schön, dass ich erstmal 40 Sekunden gebraucht habe, um einfach einen Schieberegler runterzudrehen. Zur Black November Basis auf. Komm mit uns. Woher weißt du davon überhaupt? Na los. Geht. Nein. Los. Nein, du kommst mit. Ich halte sie auf. Aber warum halte ich sie auf? Komm ruhig ran. Nein, Freunde, das ist nicht nett. Gut, B halten, Störung. Ja, ich weiß, dass ich die stören kann, aber irgendwie fühle ich das nicht so. Ich habe übrigens B gehalten zur Störung.
Warum auch immer das nicht funktioniert hat. Ist hier unten noch irgendwas? Sah hier gerade so aus? Ne, okay. Entkomme mit Hilfe des Lastenaufzugs. Woher weiß ich von dem Lastenaufzug? Könnt ihr bitte aufhören, auf mich zu schießen? Das ist sehr unfreundlich von euch. Plastik, ich bin wieder auf dem Weg nach oben. Oh, dir geht's gut, das ist fantastisch. Was ist mit Noah? RIP. Er hat es nicht geschafft. Oh. Mehrere Kruger-Sec-Teams rücken in die Tunnel oberhalb von Kingdom vor, Faith. Das ist nicht gut. Also noch habt ihr gar nichts. Bruder, kannst du das lassen, bitte? Danke. Sehr unfreundlich von dir. Warum bist du nicht nach unten gekommen? Danke. Warum bist du nicht nach unten gekommen, du Arsch? Dich hätte ich schön weggefangen. Willst du mich verarschen? Aber das Ding schon wieder an. Ist doch gerade erst deaktiviert. Ich glaube, das ist nicht deaktiviert. Das ist aber sehr unehre. Dein Reich komme. Abgeschlossen. 6 Minuten, 7 Minuten. Ja, hätte ich besser nicht an den letzten paar reingegangen. Upgrade-Punkt. Schaden oder wir holen uns verbesserte Störung. Gut, wir haben fast alles. 2 Punkte noch. Das heißt, das Spiel dürfte fast durch sein, schätze ich mal. Also, ist halt alles nur eine Schätzung, ne? Aber ich denke mal, das könnte jetzt so Richtung Ende gehen. Ist noch ein dritten Teil eigentlich? Oder ist noch ein dritter Teil geplant? Weil das wird hier nicht enden jetzt. Ja, die könnten von mir so einen Teil machen, dem es nicht so abgeht, sondern in dem einfach nur so ein bisschen die Geschichte des Aufbaus erzählt wird, des Neuaufbaus. Da unten, da unten. Diese Bereiche des Tunnels kenne ich auch noch gar nicht. Also glaube ich zumindest. Kommen wir zumindest komplett neu vor. Das hier kenne ich jetzt wieder, das ist die Basis. Ich habe Abrollen gedrückt, aber gut, das war scheinbar zu hoher Sprung von der Leiter. Ungünstig. So. Lass mich raten. Halt mal kurz die Schnauzen. Lass mich raten, jetzt irgendwas ganz, ganz schlecht und es geht furchtbar die Hose. Oh, ich habe 2 Kids noch rumliegen. Macht nix. Also mir zumindest nicht, Bruder. Und ja, auch jede Schwester kann ein Bruder sein, danke. Nicht schlecht. Servus Icarus. Dein Reich kommt es übrigens immer noch die Mission. Aber ich schnauze. Hab's gehört. Verdammt. Was ist mit dir passiert? Wir wollten deine Schwester hochbringen, als die Hölle losbrach, dann wurde ich geschnappt. Kruger Sack hat mir irgendwas gespritzt und mich dann gehen lassen. Oh oh. Deine neue Freundin denkt, es war Reflection. Klingt ganz danach. Dadurch gefährden sie unsere gesamte Operation. Na komm. Es ist noch nicht vollständig aktiv. Im Moment droht keinerlei Gefahr. Du, warum hast du diese verfluchten Peilsender hierher geschickt? Sie werden Kruger Sack direkt zu uns führen. Wie ich schon sagte, das Signal reicht nicht so tief runter. Ihre Schwester hat das jedenfalls erreicht, als wir nach oben kamen. Kruger Sack war binnen Minuten da. Und ich habe gute Freunde für. Na, willkommen im Club. Du wolltest mir diese Pläne nie geben, oder? Nö. Egal. Ich kann den Familien auch anders schaden. Das könnt ihr mir glauben. Ihre Türme werden sie nicht vor mir schützen. Faith. Ey, dämliche Hure, ey. Solange Reflection nicht zerstört ist, sind wir hier gefangen. Ich weiß vielleicht deinen Weg, aber ich brauche die Pläne. Geh zu meiner Freundin Plastik.
Sie hat es und dort seid ihr sicher. Icarus kann Ihnen den Weg zeigen. Durch die Tunnel! Was ist mit dir? Wir sollten gehen. Hier lang, Doktor. Smooth Reflection Lounge, habe ich da gerade im Hintergrund gelesen. Hey, gerade ganz vorsichtig damit. Erkennst du mich denn nicht? Warum? Bitte. Faith? Na komm, ich bring dich hier raus. Wer war das? Wer war das, wen wir da umgebracht haben? Es wird langsam Zeit, dass du mir einen Besuch abstattest. Denkst du nicht auch? Wir haben einiges zu bereden. Außerdem möchte ich dir wegen Noah mein Beileid aussprechen. Er war ein ehrbarer Mann. Ich glaube, der kann ein Wort, Bruder. Du willst einfach nur, dass ich dir jetzt Geld. Also, dass ich meine Schulden irgendwie zurück. Oh, Gottes Willen, Alter. Yay, neue Missionen. Endlich, die ich nicht machen werde. Mit den Run habe ich, also den Dash habe ich getan, ja. Getan, Alter. Gemacht, genau. Ich könnte mir das Hightech-Kit abholen. Ansonsten gibt's, glaube ich, nichts Neues, oder? Ich habe da hinten noch einen Dash offen, zwei Stück. Keine Nebenmission, nichts. Ja, ich glaube, ich hole mir das Hightech-Kit hier ab. Das liegt ja hier direkt um die Ecke. Servus. So, also die Rebecca geht mir richtig auf den Sack, Alter. Die ist ja nur am Rumheulen und die ganze Zeit, ey, ich will die Menschheit vernichten, ey, ich will Kugelsack vernichten, ey, ich will die alle vernichten. Junge, halt doch einfach dein Goschen. Junge, gehst du mir auf den Sack, ey. Richtig nervige Punte. Halt mal kurz die Schnauzen. Alter Schwede. Okay, wir haben aber scheinbar ein paar Leute unten rausgeholt, die auch Ahnung hatten, was einfach sehr wichtig ist, wenn wir das bekämpfen wollen. Was sie scheinbar nicht so sieht. Gute Verbündete zu haben, ist scheinbar für sie egal. Gut, sie scheint halt auch echt dämlich zu sein, aber das ist jetzt nichts Neues. Weißt du, einfach die Doktoren, die daran gearbeitet haben, und dann immer noch, nee, die brauchen wir nicht. Warum hast du die hergeholt? Ich bin eine dumme Pute. Ja, wo muss ich hin? Ich hasse es, wenn die Runner Vision nichts macht. Also, sie macht gerade gar nichts. Hä? Gut. Okay, ich komme da nicht hoch. Gut. Ja, unsere Mutti hat scheinbar daran mitgearbeitet, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Im letzten Part. Gut, ich meine, ne? Hab wahrscheinlich auch gedacht, das ist bestimmt eine gute Idee. Kann man jetzt schlechten Vorwurf draus machen? Au! Wieso hat sie wieder so tief angesetzt, Alter? Also manchmal setzt sie einfach unglaublich tief an zum Wallrun. Manchmal laufe ich auch einfach an der falschen Stelle. Ah, super. So. Wieso bin ich hier noch nicht hingekommen? Ja, ist okay. So, und hier müssten ja eigentlich auch irgendwo das hier Zuppel liegen, oder? Also hier das Geheime. Ne? Ne, aber hier piept er die ganze Zeit. Ah!
Danke. Ich kam gerade überhaupt nicht drauf, wie ich hier hochkomme. So. Das heißt, wir haben da noch eins offen. Führe ich dahin, Porte. Ich glaube, die nächste Hauptmission machen wir nicht mehr heute. Ich glaube, heute machen wir noch die beiden Dashs, die da hinten waren. Haben wir heute die Hauptmission beendet und die beiden Dashs gemacht. Ich weiß nicht, ob wir noch in dieses Randgebiet da kommen, ne, in diese Außenzone. Ich weiß auch gar nicht, welcher Part das hier ist, 5 oder 6? Bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall läuft es ganz gut vorwärts. So. Ehre. Ja, dass die Prunte da nicht mehr steht, ist so geil, ey. Ja, lauf doch wieder hoch. Danke, Anke. Ja, also Umgebungsscannen fühle ich auch gar nicht, immer noch nicht. Ich muss wieder da oben hoch, ne? Ah, leck mich doch am Zückerli, ey. Ich weiß doch jetzt schon nicht mehr, wie das ging. Ups. Ging so. Dann. Ne, sowas nicht. Was war auf den Dingens hier springen, ne? Ich glaube, dann hier hoch. Genau, Ehre. Ja, okay. Ehre. Haben wir noch eins hier irgendwo rumliegen? Nein. Sehr schön. Das heißt, wir können diese beiden Runs machen. Also den da und den da. Dahin möchte ich und dann möchte ich einmal dahin porten. Ich muss echt sagen, ich freue mich darauf, wenn das Spiel beendet ist. Das Spiel hat nämlich bis jetzt echt viel Spaß gemacht. Steuerung mal hin oder her, ne? Die ist halt manchmal ein bisschen schwierig. Aber an sich hat das Spiel echt viel Spaß gemacht. Ich habe noch nicht so ganz auf dem Schirm, was wir danach spielen werden. Wahrscheinlich etwas anderes, als eigentlich um 15 Uhr kommt. Nämlich ein Shooter, schätze ich mal. Die Wahl steht aktuell zwischen Spec Ops The Line, Crysis und... Hab Abbrechen gedrückt. Und... an der Sonne. Meine Güte. Snapper Elite. Von Anfang bis Ende. Rennen teilnehmen. So. Ich würde sagen, wir nehmen einfach ganz regulär teil. Let's go. So, hier haben wir diesen einen Grid-Scheiß für sie gemacht. Das weiß ich noch. Dass wir das noch nicht hatten, wusste ich nicht. Laufen wir uns erstmal eine Runde fest, würde ich sagen. Keine Ahnung, ob das schneller ist, als den direkten Weg zu nehmen. Da lang. Nicht da lang? Nicht da lang. Okay. Was ist denn das, Alter? Da können wir jetzt auch noch die Sachen mitnehmen hier auf dem Weg, ne? Immer noch nicht da sind. Da ist es, okay. Gut, laufe ich nochmal den ganz normalen Weg und dann sollten da ein bis zwei Sterne drin sein, denke ich mal. Wir verlassen aber trotzdem, weil ich nochmal kurz. Aber ich gucke, wo das ist. Bin ich hier jetzt. Ne. Das war der, ne? Genau. Das war der und das ist einfach nur einmal da lang gelaufen. Da lang, lang. Okay. Im Endeffekt ist es halt wirklich nicht weit.
Da waren wir schon relativ viel Zeit, aber ich glaube, es ging relativ viel hoch und runter. Was das Ganze mal eine ganze Ecke schlechter macht. Ich habe abrollen gedrückt, Freund. Warte mal, hier war doch irgendwo noch. Junge! Der geht echt nicht darüber, ne? Er will nicht runterfallen. Wichser. Let's go. Oh shit! Das habe ich zwar nicht geplant gehabt. Habe ich jetzt eigentlich noch die Bullen am Arsch? Ne, irre. Irre Abfahrt. Den hatte ich nämlich noch gesehen. Und ich meine, oben hatte ich noch irgendwas gesehen. Ich meine, auf dem Weg hierher waren richtig, richtig viele. Die hätte ich jetzt halt einfach gerne geholt. So. Leck mich doch am Arsch. Fühle nicht so, dass ich davon nur so wenig habe. Also nur zwei halt. Strich, Junge, grad nicht, danke. Ist okay. Was war das denn, Alter? Das hätte niemals funktioniert, wenn ich es gewollt hätte, möchte ich anmerken. Wieso habe ich mir das Haus markiert? Oder wird das automatisch markiert, sobald ich gesucht bin? Danke, dass du dich daran festgehalten hast. Ich habe nicht damit gerechnet. Das wollte ich nicht. Okay, die werden aber nicht gestört von mir. Gut, fick dich ins Knie. Kurze Pause. So ist ja auch ein Weg, sie loszuwerden, nicht wahr? Alter, was eine Scheiße. Ich wollte doch einfach nur noch zur Mission. Zu dem Dash möchte ich übrigens. Der Part ist übrigens zu Ende, aber ich werde den... Okay, ich wollte eigentlich zum Dash porten. Ich werde den Dash nochmal machen. Also wenn es euch nicht interessiert, könnt ihr ausschalten. Ansonsten mache ich jetzt diesen Dash hier nochmal. Aber interessanter wird es halt auch nicht als der Dash. Das wollte ich damit nur gesagt haben. Ich habe abrollen gedrückt. Wie wäre es, wenn du mich abrollen lässt, wenn ich abrollen möchte? Das wäre total nett von dir.
Da wollte ich übrigens eben hochspringen, das hat nicht so funktioniert. Schön, dass ausnahmsweise mal das mit dem Abrollen funktioniert hat. Okay, das wird nur ein Stern, schade. Naja. Stern ist Stern, sage ich immer, ne? Ja, wenn ich die irgendwann mal 3 Sterne machen will, gucke ich vorher nach, wie der Weg ist. Ja, schön. Verlassen, danke. Gut. Beim nächsten Mal machen wir dann den letzten Dash und die Mission, die mir überhaupt nicht gefallen will. Das hackbare Werbedisplay wollte ich mir nicht angucken. Sprich mit Dogen, Familienangelegenheiten. Gut. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Tschüss.